Ich begrüße ganz herzlich alle Homo sapiens in dem Raum. Es gibt etwas zu feiern, es ist grossartig. Die Homo sapiens haben die Weltherrschaft erlangt. Wir haben die materielle Herrschaft über den ganzen Planeten. Wir können alles kaputt machen oder alles retten. Wir können es uns einteilen, wie wir wollen. Wir haben die Knappheit mehr grossmehrheitlich überwunden. Es gibt kaum noch etwas, was aus technischer Sicht für uns knapp müsste sein. Das fängt an bei der Nahrung, wo wir eine grüne Revolution hatten und jetzt eigentlich eine zweite ansteht, wo der Unterschied hat, dass wir noch besser, noch bio, noch schöner, noch mehr und vor allem genug für alle Nahrungsmittel können produzieren. Das geht weiter bei der Mobilität, wo wir heute technische Möglichkeiten haben, mit erneuerbaren Energien Mobilität in dem Ausmaß darzubieten, wie es die Menschen wirklich brauchen. Und wir können uns sogar noch den Luxus erlauben, nicht müssen, so wahnsinnig viel von A nach B zu fahren, weil wir durch die neuen Kommunikationstechnologien die Möglichkeit haben, zum miteinander zusammenzuarbeiten über Distanz. Das geht dann weiter bei den Materialien, wo wir durch unsere technischen Möglichkeiten jetzt können recyceln, wiederverwerten und damit nicht von A nach B, von der Mine bis in Abfallkübel verbrauchen, sondern nur noch benutzen und damit das geschafft haben. Was wir noch nicht geschafft haben, obwohl wir die Möglichkeit dazu hätten, ist, dass der Reichtum auf dieser Welt, auf dieser Erde für uns Menschen auch greifbar wird. Wir haben aus veralteten Zeiten ein System, das die Verteilung organisiert, und zwar die Verteilung von knappen Gütern. Jetzt, wo wir technisch eigentlich die Möglichkeit haben, die Knappheit grossmehrheitlich zu überwinden, ist es an der Zeit, dass wir ein Verteilungssystem überlegen und umsetzen, das nicht auf dem Gedanken von Knappheit so stark basiert und wo es ermöglicht, dass alle Menschen können von dem gemeinsamen Fortschritt vom Homo sapiens profitieren und weiteren Fortschritt können entwickeln. Ich selber habe den grossen Teil von meinem Leben bis jetzt damit verbracht, all die technischen Lösungen auswendig zu lernen, weil ich es immer nicht geglaubt habe. Ich habe immer gemeint, unsere Fabriken sind dreckig und unser Verkehr ist dreckig und man muss es super machen, dann geht es uns allen gut. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, es gibt da noch eine Hürde, die nichts mit wirklichen, materiellen Realität zu tun hat. Und das ist das Geldsystem. Das müssen wir verändern, bevor wir unseren Nutzen können ziehen aus dem, was wir entwickelt haben. Das Geldsystem dient momentan in den 1%, die davon profitieren, und es nimmt von den 99%, die tributern und nicht so gut profitieren können. Wir allermeisten hier drinnen gehören zu den 99%. Das ist die Definition von 99%. Und wir alle müssen miteinander uns diesen Problematiken klar werden, weil ich glaube, es kommt niemand von oben runter, der es für uns richten wird. Damit freue ich mich und gebe das Mikrofon weiter.